Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, willkommen bei Car Race. Mein Name ist Kamal Afsa. Heute bin ich mit der Stimme für euch da. Tesla Model S Plaid gegen den Porsche Carrera GTS. Jeder, der schon mal einen Porsche Carrera GTS mitgefahren ist oder selber gefahren ist, weiß, was das für ein Monster von Fahrzeug ist. Dieses Video ist entstanden, um euch zu zeigen, wie brachialer noch der Tesla Model S Plaid ist. Einfach als Normalverbraucher vergleichen, in Anführungsstrichen, zu zeigen, wie außerirdisch so ein Model S Plaid nach vorne geht. So, ich quatsch nicht so viel, wir gehen mal direkt ins Rennen und schauen, was genau passiert ist. Bevor das Rennen losgeht, möchten wir euch unseren neuen Online-Shop vorstellen. Was erwartet euch? Über hunderte Produkte sämtlicher Marken, Reifen, Felgen, viel Carbon, also das ganze Programm für euer Traumwagen. Besucht uns auf Details Exterieur und bis bald. Beide relativ guten Start erwischt, also wirklich sehr, sehr gute Reaktion gezeigt. Exakt auf 1 gestartet. Jetzt geht's los, hier beide sehr gut gestartet und da hält der Porsche ein paar Meter mit. Aber was jetzt hier abgeht, ist nicht mehr normal. Der Porsche ist einfach weg und auch die Zeiten sprechen für sich. Das ist unfassbar, was der Model. Ja, hier haben die Jungs mal so ein bisschen spaßeshalber ein bisschen gefahren und hier sieht man einfach, wie extrem dieser Tesla ist. Das ist unfassbar.
gehen wir auch hier nochmal rein, was genau passiert ist. Auch hier starten beide wirklich auf 1. Sehr, sehr guter Start von beiden. Hier nochmal von der Perspektive. Der Porsche hält wieder ein paar Meter mit, aber dann ist es wieder unfassbar. Also jeder, der in diesem Porsche mal gesessen hat, weiß, wie der abgeht, aber dieser Tesla ist einfach nicht von dieser Welt. Auch die Zeiten sprechen für sich. Ja, dieser Vergleich ist einfach nur entstanden, um einfach mal zu zeigen, wie extrem dieser Tesla ist. Ich bin den selber auch gefahren auf dem Flugplatz. Ich muss sagen, selbst als Fahrer ist mir wirklich schlecht geworden. War wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Danke auch an der Stelle. Allerdings muss ich sagen, bleibe ich trotzdem den Verbrenner treu, einfach wegen den Emotionen. Wobei das natürlich auch schon sehr, sehr emotional war oder ein sehr emotionales Gefühl war. Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Mein Name ist Kamal Afse und wir sehen uns zum nächsten Mal.